damit herzlich willkommen zum nächsten Part Nummer 67 hier des FC Sevilla Let's Plays im Fußballmanager 2018 und Nummer 1. Falls es etwas lauter sein sollte und mal ein Autogeräusch kommt, was sich nicht rausfiltern lässt. Entschuldigung, aber ich muss das Fenster dringend aufmachen, also echt warm. Vielleicht schließe ich das auch doch wieder. Ist gerade ein bisschen durch die Pause, die kleine, die ich hier eingelegt habe. Na, warte mal, ich schließe nochmal das Fenster. Nur mal sicher ist sicher, ne? Nicht, dass das nachher die Aufnahme versaut. Nee. So. Sicher ist sicher, ne? Nochmal, sicher ist sicher. Wie in der guten Abwehr, sicher ist sicher. Keine Ahnung, wie oft ich das noch sagen will. Ja, wir machen direkt weiter. Ich würde sagen, Spielergespräche haben wir schon geführt. Deswegen kann ich auch auf Weiter drücken. Denn es fahren für die Uhrzeit 23 Uhr gleich 24 Uhr doch noch recht viele Autos. Und da habe ich keinen Bock, dass das stört. So, jetzt wollen die auf einmal doch mehr Geld. Frech. 9 Millionen mehr zahle ich nicht. Das ist mir zu wenig. Wo sind die 25 Millionen? Wenn ihr den haben wollt, zahlt 25 Millionen, schon habt ihr den. Könnte ja manchmal so einfach sein, ne? Ich könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Hoffentlich wird das nicht von der GEMA getrackt. Das war nämlich original so wie original halt, ne? Ja, ich rede viel Bullshit, aber ist ja auch spät. Und die Aufnahme ist ein bisschen länger, als sie eigentlich geplant war. Gescheitert, angenommen, gescheitert. Aber ich glaube, es ist keiner ganz gescheitert, ne? Dim, dim, dim. Ne, noch alle dran. Das ist gut. Dann sollten wir so langsam das Geld drinne haben, das wir vielleicht brauchen, um doch nochmal uns abseits des Transfermarkts, denn ihr seht ja, da kommt jetzt glaube ich nichts Gutes Neues nach. Oh, ich habe hier auch das Alter nicht ganz oben. Vielleicht ermöglicht uns das nochmal andere Möglichkeiten, nicht Idiot. Gehen wir mit der Stärke auch nochmal nach oben, weil ich möchte jetzt wirklich nach starken Spielern Ausschau halten. Vielleicht ist mir auch der eine oder andere schon entgangen dadurch. Ich gucke immer noch nach Rechts- und Linksverteidigern, weil es ja auch durchaus solche Leute gibt, die dann im linken Mittelfeld spielen können. José Gaya ist davon keiner. Augustinsson ist auch ein krasses Talent geworden hier. Eher offensiv, das sind dann auch die, die eher keine Probleme haben, dann ins Mittelfeld zu gehen. Ja, Malang Sarr und so, die kriegen wir ja nicht so günstig, das hat man schon festgestellt. Auch sonst ist jetzt hier nichts dazu gekommen, wo ich unbedingt sagen muss, den muss ich haben. Akanji ist natürlich immer nice, but Innenverteidigung ist jetzt nicht unsere größte Problemposition. 6 auch nicht. Deswegen können wir auch einen Vidal links liegen lassen. Kandreva hilft uns nicht wirklich, keine Ahnung, was Arsenal mit dem wollte. Aber jetzt sind doch immerhin schon mal ein paar andere Werte hier auf dem Markt. Das sieht doch schon mal gut aus. Also nicht der Spieler, sondern die Tatsache, dass hier andere Spieler erreichbar wären. Mo Salah auf dem Transfermarkt. Würde nur bei einem akzeptablen Angebot. Nö, ist mir aber zu teuer dann. Quadrado überzeugt mich nicht ganz. Und wer mich nicht ganz überzeugt, dann lasse ich es lieber. Hätte mir schon eher auffallen müssen, ne? Wer weiß, wer mir dadurch entgangen ist, aber wird schon kein so krass wichtiger dabei gewesen sein. Cavani auch.
Aber wie gesagt, im Sturm, wenn Benzema kommt, haben wir genug. Ist Cavani auch günstiger? Ist er. Also wenn Benzema scheitern sollte, können wir uns um Cavani bemühen. Nochmal ein Jahr älter, aber passt immer noch, würde ich sagen. Ciuba, der bei der WM ganz solide getroffen hat. Kalu, muss ich mir unbedingt holen. Nicht. Nee, dann ist noch kein neuer dazugekommen. Dann warten wir die Verkäufe ab. Dann sind wir nämlich bei ungefähr 150 Millionen Euro, die wir nur für Transfers ausgeben können. Dann sollte das doch ganz lukrativ sein. Laporte geht zurück zu Barcelona. Wallace zum AC Milan. Joric zu PSG. Berardi Valencia haben wir schon mitbekommen. Gnabry 7,5. 4,5 für der Hut, der ist nämlich noch verletzt. 5 Millionen für Fiete ab. Hier wird noch einiges scheitern, aber ist mir egal. Ich hätte gern das volle Geld. 11 Millionen ist ein Witz, Leute, ey. Meint ihr das wirklich ernst? 11 Millionen zu zahlen für einen, der 25 wert ist und da 6 Millionen scheitert. Ey, das waren eine halbe Million, die dazu gefehlt hat. Ist das euer Ernst? Die wollen mich doch hier alle verarschen. Dass sowas scheitert, ist okay. Dass sowas scheitert, ist okay, aber naja, ich muss es ja nicht verstehen, ne? Ich hoffe, ich mache die Aufnahme nicht zu lange, dass ihr erstens noch Kommentare schreiben könnt, obwohl, wann schreibt ihr schon mal Kommentare, ja? Aber ich will trotzdem immer euch die Möglichkeit geben, halbwegs dran eingreifen zu können. Denn vielleicht ist das auch so, dass es eine Kettenreaktion ist. Ihr denkt euch, Alter, der nimmt so lange im Voraus auf, da haben meine Kommentare eh keine Chance. Und ja, dadurch kommen dann keine. Das kann halt sein, ne? Bleib mal bei 7,5, schenk mal dem Bayern ein bisschen Kohle. Nehmen wir hier mal die 6,25 an, oder? Bevor alles scheitert. 5,5 ist auch nicht so schlecht. Ich gehe jetzt ein bisschen runter. 3,2 nehme ich auch mal an. Hier wissen wir schon, da haben wir das volle gekriegt. So. Damit das hier ein bisschen schneller geht mit den Spielerverkäufen. Einige sind ja schon wieder gewechselt, wie Kempf. Nee. 205, da ist noch jemand gewechselt. Und zwar Serchi Sampa und El Haddadi. Batshuayi für 30 Millionen, auch weg. Nochmal schiebe ich euch nicht den Preis entgegen. Bei Gnabry gehe ich auf 7 runter. Hier bleibe ich bei 4,5. Hier müssen wir fast auf 6 Millionen gehen, aber es ist verkraftbar, denke ich. Hertha hat sich da echt mit Fiete Arp einen guten geholt. Deswegen gebe ich euch auch ein bisschen mehr Kohle, damit ihr euch auch einen guten Ersatz holen könnt. So fair bin ich ja bei meiner Hertha. Bei den allen anderen hätte ich versucht, da zu bleiben. Oder nur um 500.000 hochzugehen. Das hätte eigentlich auch geklappt. Aber bei der Hertha gehen wir natürlich gern 1 Million nach oben. Benzema für 9 könnte auch klappen. Wird dann in der Regel spielen. Muss aber im Gehalt natürlich ein bisschen nach unten gehen. Da haben wir zwar, glaube ich, 7 Millionen als Puffer, kann das sein. Aber man muss es ja nicht immer ausreizen. Torprämie kriegst du natürlich auch. Du sollst ja viele Tore schießen. Und dann gehen wir auf 6 Millionen hoch. Damit der Transfer auch klappt
und zwar möglichst schnell, damit sich alles einspielen kann. 5,25 ist mir dann doch ein bisschen wenig. Das nehme auch einfach an. Das ist ja fast 6 Millionen. Zähe Vertragsverhandlungen. Batshuayi, 30 Millionen weg. Nach China. Tut er sich eigentlich keinen Gefallen, aber vielleicht macht er es wie der Brasilianer bei Barcelona. Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Wenn man den Namen braucht, fällt er einem nicht ein, ne? Ja. Ist aber auch schon spät. Meine Ausrede. So. Gonzalo Guedes, Manchester United. Jetzt fängt es also an, dass die großen Vereine mich auch leer kaufen wollen. Die ganz großen Vereine, die noch über uns schweben. Kempf geht für 6 Millionen zu den Bolton Wanderers. Transfergewinn 6 Millionen. Nein, nicht ganz. 5,35. Batshuayi geht zu China, nach China geht zu China. Transfergewinn 22 Millionen. Munir El Haddadi geht zu Udinese Calcio, Transfergewinn 21,5 Millionen. Sergi Sampa geht zu Fulham, Transfergewinn 15 Millionen, nein 13, haben wir den echt für 2 Millionen gekauft. Wie verzweifelt war ich denn da bitte? Granit Xhaka erreichte Trainingsziel. Piazza erreicht auch das nächste Trainingsziel. Anstrengend auf Dauer diese Techno-Musik bei der Hitze hier. Mina erreicht ebenfalls sein Trainingsziel. Der müsste eigentlich torgefährlicher sein, aber egal. Pozzo erreicht auch sein erstes Trainingsziel, seitdem er wieder da ist, glaube ich. Gescheitert. Na. Always have a good time. Marach wechselt zu Derby County. Transfergewinn 6,25 Millionen. Und Guedes ist gekommen für 16,5. Kann für knapp 40, glaube ich, gehen. Hat in der letzten Saison 3 Spiele, eine Vorlage in 16 Spielen, sprich in einem halben Jahr. Knapp 40 Millionen kriegen wir für ihn. Für 16 gekommen, 40 verkaufen. Kann natürlich nur einen riesen Sprung machen. Hätte auch gute Chancen, Stammspieler zu werden. Die Saison ist aktuell gleich stark mit Piazza. Stärker als Ronny Lopez. Es kommen für die Position Alexis Sanchez, Gnabry, Saivo is wanted to feel a
Mach ich nicht. Wir haben genug Geld, ich traue ihm da noch was Großes zu. Und wir können allgemein selber nochmal nach was Großem gucken. Und zwar für die Flügel. Einer, der vielleicht auch ein bisschen was kostet. Aber auch noch nicht allzu teuer ist, ne? Wer ist davon am günstigsten? Manchester City hat so viele, einer von denen muss doch günstiger sein, oder? Oder auch nicht. Der auch jede Menge Potenzial hat, auch nicht ganz so günstig, wie ich das gerne hätte. Ich gucke erstmal nur, ne? Ich hab's jetzt extra nicht kommentiert. Mal schauen, was sich so ergibt. Aber es wäre doch kein schlechter, oder was sagt ihr? Also natürlich ist es kein schlechter, aber... Kingsley Coman, von dem bin ich auch ein großer Fan. Der wäre sogar fast noch günstiger, ne? Und würde eher ins Budget passen. Aber wir brauchen Star Power. Zweite Problemposition, Spielmacher. Problem nicht unbedingt, aber könnte auch besser besetzt sein. Schauen wir auch da nochmal. Wir haben das Geld uns erwirtschaftet. Ja, man muss nicht immer alles ausgeben, aber man kann es ausgeben. Und es ist ja nur ein Erkundigen, was so die Marktlage hergibt. Und nichts Unverbindliches. Ne? Nichts Verbindliches. So rum, nichts Unverbindliches, jo. Marco Reus ist mittlerweile auch ein Spielmacher. Okay. Aber ist natürlich sehr verletzungsanfällig, ne? Freistöße.
Dann wären Rafinha oder Rabiot überflüssig. Rafinha ist schon halber Spanier, kann die Position vollständig. Ist 17 wert. Pozzo behalte ich noch als Talent. Rabiot ist jünger, ist auf dem besten Weg dabei, die Position zu lernen. Und wäre daher mein Favorit auf den Verbleib. Tut mir leid, Rafinha. 30 Millionen klingt verlockend. Was mache ich denn hier? Pozzo dahin. Mina geht auch noch raus, dafür kommt. Pereira rein. Ist ja ein Testspiel, da kann man alle spielen lassen. Thibaut Origier im Form hoch. Beziehungsweise Testspiel ist noch weit weg. So, mal gucken, ob das wieder Kritik gibt. Aber dann hätten wir zwei schwächer besetzte Positionen ausgemerzt. Benzema im Sturm reicht. Innenverteidigung sehe ich auch ausreichend, Torwart auch. Ich denke, das sind alle unsere Schwachstellen und mehr will ich nicht machen. Gehen wir nochmal weiter und dann nehme ich doch noch einen Part weiter auf. Ich komme heute gar nicht zum Stoppen, ey. Nice. So, du wirst in der Regel spielen, sagen wir mal, einige Male. Er ist doch jetzt ein bisschen älter geworden. 4,5. Probieren wir erstmal damit. Mach mal so ein... wie nennt man das? Na... leistungsbezogener Vertrag. Gott, das Wort ist aber auch schwierig. Müssen wir doch auf 5 hoch. Das sollte dann aber auch reichen. So, Pause. Oberla kam... ablösefrei? Nein, für 1,5. Also da haben wir nur 4 Gewinn gemacht. Ist aber auch okay. Gewinn ist Gewinn. 0 Uhr schon. Alter Schwede, willst du mich verarschen? Ich darf echt nicht mehr lange aufnehmen. Was ist denn das? Das Dumme ist, dass ich heute auch noch das Audio schneiden muss. Wird also eine lange Schicht. Und dann hänge ich morgen genauso in der Luft wie heute und komme erst wieder auch abends zum Aufnehmen. Ich muss morgen nochmal aufnehmen, das bringt alles nichts. Ich könnte auch sagen, ich lasse es jetzt hierbei und nehme morgen nochmal auf. Dann habe ich das ja bis dahin eigentlich nicht vergessen, was ich vorhab. Aber nö. Ich habe gerade noch Spaß dran und deswegen machen wir hier weiter. Einer ist sauer, die anderen gewinnen dadurch immerhin noch 2 Punkte. Naja. Aber dick im Minus. Aber das kriegen wir hin. Das ist jetzt hier noch nicht der finale Kader. Aber dadurch kamen ja einige Feindschaften auf, ne? Kann das sein? Kämpfen um Position 16, Frustration, Unfaire Gehälter noch gar keiner, das ist gut. Trainiert aber auch noch gar keiner gut. Das ist dann nicht so gut. Echt keiner, ne? Das ist unfassbar. Na gut, dann beende ich erstmal hier mit dem Part und einen weiteren nehmen wir noch auf. Also danke fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne Kommentare, sind gern gesehen.
Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schaut auch in der Videobeschreibung vorbei. Dort Links zu meiner Homepage healfuck.de/blog. Dort gern unterstützen über Spendenplugin oder auf die Werbung klicken. Ansonsten könnt ihr immer noch gern in der Videobeschreibung schauen. Dort auch Links zu meinem Twitter und Instagram-Account. Warum rede ich gerade so leise? Ich weiß es nicht. Danke und bis zur nächsten Folge. Ciao. Yeah, yeah.